herzlich willkommen zu Resident Evil 7 und zwar die Demo, The Beginning Hour. Mal gucken, was uns erwarten wird. Oh, lebt er noch? Hallo? Hallo? Nee. Okay. Ich hab schon gedacht, du bist tot. Na los, steh auf. Wo kommt denn das Blut her? Oh, nicht die Kamera. Naja. Ja, das hört sich schon mal gut an. Wir müssen hier abhauen. Richtig. Beeil dich. Schrei nicht so. Los. Oh, verletz mich nicht. Oh. Oha. Fängt schon mal sehr gut an. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, Resident Evil 7 Teaser. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon sehr. So, entkommen Sie aus dem Haus. Das versuchen wir. Aber zuerst... Okay, WASD. Gehen wir? Das ist klar. So wie immer. Oh, die Grafik ist herrlich. Guckt euch das einfach mal an. War ich das? Hallo? Ach, ich muss auf jeden Fall mal ein Handwerk anrufen. Die ganzen Fenster scheinen um dich zu sein. Ach, guck mal. Hier haben wir die schöne Familie. Ach, wie süß. Naja. Sag mal. So, hier haben wir unser allerersten Hinweis. Ich werde sie an den Steinen zerschmettern. Mal gucken, ob wir das herausfinden werden. Was er, sie oder es damit meint. So, hier liegt nichts. Oh Mann, ey, da ist Ruhe. So, hier liegt nichts. Sie haben keine Videokassette, okay. Dann werden wir eine suchen. Ach, Klavier spielen. Ich glaube, jemand weiß unser Talent gar nicht zu schätzen. Naja. Was haben wir hier? Sicherung. Ah, es fehlt eine, ja, okay. Und zwar die dritte. Stairs. Ja, dann werden wir einfach mal welche suchen. Hier ist niemand. Du brauchst nicht reinkommen. Also, so wie das hier aussieht, scheinen das echt keine lieben Menschen zu sein. Spritzen, Skalpell oder was weiß ich, was da liegt, Scheren und alles komischerweise mit Blut übersät. Oder jemand hat sich verletzt. Das kann natürlich auch sein. Ja, hier haben wir auch nichts. Auch nichts. Tür öffnen. Boah, nicht so schnell öffnen. Was ist denn das hier? Oh, sieht aber echt nicht gut aus. Verdammt nochmal. Bah. Oh, sieht aus wie Schimmel oder so. Eklig. Okay, hier ist ein Bild umgedreht. Was ist das? Das ist anscheinend ein Spiegel. Aber wir können anscheinend nichts erkennen. Oha. Oha. Schon fast wie ein Blair Witch. Diese komischen Puppen, die auch im Wald rumhängen. Nur, dass die hier auf einer grausamen Art und Weise hängen. Am Bein, am Oberkörper.
Ja, am Hals, der Arme. Na, es sind zum Glück ja nur Puppen. So, hier haben wir auch nichts. Hier sind wir auch fertig. Ah, ein paar Bücher. Okay. Okay, ein Fisch. Können wir auch nichts machen. Aber hier. Ein Puppenfinger. Ein bisschen dreckig, aber naja. Ah, Inventar finden wir auf Tab. Okay, Objekte kombinieren. Nein, das wollen wir nicht. Da können wir Objekt benutzen. Hier können wir es angucken. Oh, ist echt dreckig. Sieht aber aus wie komische Schimmel an der Tür. Was haben wir hier? Das ist ein Schlüssel. Definitiv ist das ein Schlüssel. Und wir werden noch herausfinden, wofür. So, hier ist nichts. Oder? Nee. Nee, anscheinend nicht. Okay, da gehen wir definitiv noch nicht nach oben. Die Küche. Och, herrlich. Ach, sieht die Küche nicht herrlich aus. Meine Fresse. So, im Ofen haben wir nur Müllsäcke. Hier haben wir auch nichts. Aber ein Kühlschrank. Oh, Alter. Bah. Das sieht echt eklig aus. Meine Fresse. Guckt euch die Maden an. Was haben wir da? Müllsäcke mit Gedärmen. Wieso? Wieso macht man sowas? Alter. Okay, Kühlschrank machen wir wieder zu. Ist ja eh kein Bier drin. Aber eine Mikrowelle. Oh, der arme Vogel. Ach man. Ich hoffe, er hat nicht mehr gelebt. Ach, gleich wieder schließen. Das kann man sich nicht mit angucken. Hallo. Es hat sich gerade echt so angehört, als würde hier jemand vorbeilaufen. Zwar langsam, aber echt unglaublich. So, hier haben wir auch nichts. Hier auch nichts. Da auch nichts. Da ist Ruhe da draußen. Nachbar, meine Fresse. Oh Mann. Ja, das Wasser stellen wir einfach mal aus. Es hat unsere Frau anscheinend vergessen beim Abwaschen. Naja. Essen. Oh, oh. Oh Mann. Boah, sieht eklig aus. Wer weiß, wie lange das schon hier rumsteht. Nein, ein Topf. Ein Topf. Oh, Kakerlaken, ein Topf. Boah. Ich glaube, meine Frau sollte mal lieber einen Kochkurs belegen. Das geht so nicht. So. Okay. Das ist ein kleines Schlüsselloch. Vielleicht können wir ja unseren Finger benutzen. Nein. Dafür nicht vorhergesehen. Okay, da war noch eine Schublade. Und da ist nichts drin. Komischerweise. Naja. Oh, sieht echt räudig aus. Die Maden, ey. Mann. So, hier liegt auch nichts. Okay, mein Schrank. Mit einer Kette verschlossen. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter. Schöne Bilder. Gefällt mir. Okay, mit F können wir die Türen auch öffnen. Und wenn wir halt ganz sachte rangehen, dann öffnen wir die Tür nicht sofort.
Oh, sieht echt übel aus. Ist das eine? Oder sind das zwei? Ah, guck mal hier, mal einen Bolzensteller. Du verschissenes Baby, Alter. Komm, sieh zu. Sieh zu. Du bleibst in der Ecke. Meine Fresse. Boah, sieht echt eklig aus. Oh, für die ganzen Maden auch da rumhängen, ne? Boah. Bah. Sie brauchen einen Schlüssel, um zu entkommen. Okay. Haben wir verstanden. Ja, hier liegt nichts mehr rum. Gehen wir auch gleich weiter. Ach so, ja. Den Bolzenschneider müssen wir verwenden. Ja. Ach so, okay, okay. Habe ich verstanden. Verfallenes Haus. Sehr schön. Okay. Okay, wir haben eine Videokassette. Und wissen ganz genau, wo ein Videorekorder steht. Da werden wir auch so schnell wie möglich hinlaufen. Schatz, kommst du? Heute ist Filmeabend. Das kam bestimmt von oben. Das heißt, wir werden erstmal nicht hochgehen, sondern erstmal Filme gucken. Von meiner Frau. Okay, das Ding war vorhin definitiv nicht an. Definitiv nicht. Das gefällt mir nicht. Aber naja. So, Schatz, ich wäre soweit. Naja, dann fange ich schon mal an. So, play. Diesen Typen her. Mach mal halblang, Pete. Hey! Hallo vom Arbeitsamt. Ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Ja, das ist zwei Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Ja, ich komm schon. Ich mag unseren Chef. Der neue Typ? Ich seh's nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Ja, ja. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren. Oh, eine danach Schaukel. Wir das Intro. Eine Hollywood-Schaukel. Genau wie immer, also. Nur, sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Ach, bisschen mehr Motivation. Meine Fresse, das ist dein Job hier. Also mach ihn vernünftig. Laufen wir? Okay, los geht's. Ja, auf geht's. Hallo, Mutter. Mach mal Platz da. Ach Mann, ey. Soll ich zeigen, wie das geht? Verschlossen. Richtig. So geht das. Meine Fresse. Ja, ich komm schon. Ich muss nur gucken, warum? Ob hier alles safe ist. Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Ja, spukt es hier? Ja, bestimmt. Leck mich. Ich war Chefmoderator. Naja, Vertretung, komm. Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Er mag uns nicht. Er mag uns nicht. Worum geht's hier, Andre? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Richtig. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. 3 Jahre? Herr Clancy, mach davon eine Einstellung. Ja. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, wir sind Clancy. Aha. Ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Mann, die Bakers, Alter. Und sie waren still, nicht rückständig. Bakers. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas.
Offenbar ein schwarzes Schaf. Was haben wir denn da? Ach, Mist! Oh, okay. Was denn? Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Das frage ich mich auch. Oh, Scheiße! Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl... Hallo? Das wäre ein toller Hintergrund. Ach so, hier der Rabe. Andre, was meinst du? Andre? Los, komm, geh auf. Oh, sieht genauso aus wie... Andre! Nee, da fehlen die Mülltüten. Andre! Clancy, weißt du, wo Andre hin ist? Nein, ich wollte mir ein Bier schnappen. Dann nicht. Aber die Musiker waren nicht. Wo ist der? Echt unglaublich! Ja. Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten hallo, kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy. Hallo? Du bleibst bei mir. Du nicht Geist hier gesehen? Hm. Hallo? Ich habe einen Geist gesehen. Was war das denn? Hast du es gehört? Ein Geist. Alter, ist das dunkel. Ich sehe gar nichts mehr. Andre! Können wir eigentlich da... Wo zum Teufel ist der? Nee, ist verschlossen. Ja, ich komm schon. Andre, wo bist du, Mann? Hier bin ich. Nein, Scherz, beiseite. Andre scheint definitiv weg zu sein. Komisch. Wer ist das denn da? Anscheinend ein schönes Bild. Was zur Hölle? Was ist das denn? Ja, geil. Soll das ein verdammter Witz sein? Also ich find's gut, ich... Okay, neuer Plan. Wir finden Andre und gehen. Ich mein, scheiß auf die Sendung. Okay, bin ich mit einverstanden. Ja, Mann, das können wir uns merken. Das werden wir auch gleich machen. Sehr schön. Und wir ziehen natürlich ducken. Ne? Verständlich. Oh, nimm deinen Arsch aus meinem Gesicht. Mann. Ja. Wer geht von uns beiden noch runter? Hm? Du zuerst. Brauch eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Ja, ja. Also. Danke. Du zuerst. Eigentlich nicht so richtig. Ja, komm, ich mach, bevor ich die Kündigung kriege. Mann, Arschloch. Pass bitte auf, dass nichts von unten kommt. Oh Mann. Was siehst du? Was ist? Eine Mauer und eine Leiter. Er ignoriert mich natürlich. Hier ist nichts. Hier haben wir einen Laken. Und irgendetwas ist da drunter. Andrew? Oha. Steht sogar auf Zehenspitzen. Andrew? Andrew? Ach man, der Arme. Da blutet sogar aus den Augen. Wer ist das denn? Ach du Scheiße. Was ist das denn? Das lag definitiv vorhin noch nicht da. Ich werde dich an den Steinen zerschmettern. Es ist mit Blut befleckt. Und jemand hat da einfach aus them you gemacht. Oha. Es kann doch nicht sein, dass wir so vertiefen und wir das nicht gemerkt haben. Ja, das ist komisch. So. Nein. Oh. Auf X kann man sich sofort umdrehen. Und auf Violett-Taste wehrt man sich anscheinend ab. Cool. So, wir wollten das Teil ziehen.
Hallo. Geh mal auf. Okay, hier haben wir nichts, oder? Nee. Okay, eine Kiste. Boah, eine Menge Kakerlaken waren das gerade. Und den Hinterschlüssel. Da können wir auf jeden Fall nichts erkennen. Also keine Leiche. So. Wir haben den Hintertürschlüssel. Den werden wir auch so mit benutzen. Der hat mich gerade echt stumpf ignoriert. Irgendetwas passiert doch. Hallo? Oh. Nein. Nein, da gehen wir definitiv erstmal nicht lang. Alter. Ja, ist gut. Lass die Wohnung heilen. Jetzt von oben? Ne, da haben wir nur Schaufenster puppen. Ne. Da haben wir echt nichts. Liegt da nichts rum? Nö, hier ist nichts. Nö. Was ist das? Stairs. Ach, hier oben. Hier oben. Das ist die Leiter. Ah, wir brauchen die Sicherung. Hm. Stimmt die vorhin auch schon mitten im Weg? Immer mit Ruhe. Kipp um. Haha. Schaffe ich hier irgendwas hinter mir her? Nee, was ich gerade sagen werde. Ja, wir haben den Hintertürschlüssel. Den werden wir auf jeden Fall somit benutzen. Ja, mal gucken. Alter. Alter, wo kommt denn die Puppe her? Nee, da ist keiner. Komisch. Das Ding kann doch nicht von allein einfach runterfallen. Oder umkippen. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass in dieser Demo gibt es mehrere Enden. Und das werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Mal gucken. Also wir haben den Schlüssel. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und falls wir es nicht schaffen sollten, probieren wir es auf jeden Fall nochmal aus. Ja, hier war definitiv nichts. Nur ein komischer Fleischerhaken. Und die Tür. Es funktioniert. Okay, oh, jetzt bin ich gegen... Oh, hallo. Willkommen in der Familie! Dieser Fixer. Ja. Definitiv nicht geschafft. Still! Oh ja. Bitte schau los. Schau schnell. Oh, lass das Messer nicht fallen. Alter, jetzt mach hin. We gotta get the hell out of here. Ja, jetzt aber. Come on! Headset ein bisschen leiser. Ja. Okay, wir sehen es schon. Schlechtes Ende. Verdammt. Ja, willkommen in der Familie. Danke. Würde ich gar nicht hin. Ja, mal gucken, ob vielleicht noch ein Video kommt. Treten Sie dem Botschafter.
Programm von Resident Evil bei. Hashtag Re7. Okay. Ach, das war schon. Okay. Ja. Das war zumindest ein Ende. Und zwar ein schlechtes Ende. Das gefällt mir nicht. Wir werden es definitiv noch spielen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da, einen Kommi oder einfach ein Abo. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Resident Evil 7. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.